Fabrikant, meine Jungs bringen Kohlen, das ist wie Eislieferant. Ja, Monette, Klitsch.tv hat ein neues Video für euch und heute reden wir über Sachen, die uns in Zukunft in Fortnite Battle Royale erwarten werden. Unter anderem erhalten wir neue Waffen, neue Items und neue Skins. Und wenn euch das Ganze interessiert, dann würde ich euch einfach mal raten, das Video bis zum Ende anzuschauen. Würde mich auf jeden Fall wirklich richtig freuen. Also würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Als allererstes möchte ich mit euch über die ganzen Waffen reden, denn für das geplante Update, also für den Patch 3.1.0, sind auf jeden Fall potenzielle Waffen geplant worden. Diese ganzen Waffen sind auf jeden Fall nicht offiziell oder sie sind auf jeden Fall nicht bestätigt. Die ganzen Waffen wurden einfach nur im gleichen Ordner gefunden wie die ganzen anderen Items und dadurch denken die meisten Leute, dass diese Waffen auch ins Spiel kommen. Auch ich bin einer, ich denke, die ganzen Waffen kommen in Fortnite Battle Royale und wir erhalten wirklich viele Waffen von automatischen Shotguns und zu Light Machine Guns. Es ist auf jeden Fall wirklich richtig krass, denn wir werden demnächst höchstwahrscheinlich 7 neue Waffen erhalten. Und ich zähle euch jetzt einfach mal alle Waffen auf und was diese Waffen können. Die erste Waffe ist die Auto Shotty. Das ist eine automatische Shotgun, die auf jeden Fall wirklich eine sehr hohe Feuerrate hat und sie tut auf jeden Fall richtig sprayen. Das heißt, es könnte wirklich sehr, sehr viel Munition kosten, so wie das Ganze hier auch steht. Und diese Waffe gibt es auch nur in Orange, das heißt in Legendär. Die nächste Waffe ist die Break-Action Shotgun und diese Shotgun gibt es in 2 Varianten und zwar in Legendär und Episch, das heißt in Lila und Orange. Und diese Waffe hat auch 2 Läufe, das heißt, ich denke mal, sie schießt 2 Kugeln auf einmal und dadurch kann die ganze Waffe wirklich ziemlich gut sein. Es steht natürlich auch, dass der Schaden auf jeden Fall auf kurze Distanz ziemlich gut sein soll. Die nächste Waffe ist der Hammer Crush. Das ist nämlich eine Assault Rifle, das heißt, es ist ein Sturmgewehr und diese gibt es nur in Legendär, das heißt in Orange. Diese Waffe hat auf jeden Fall sehr großen Schaden und sie ist auch handlich. Die nächste Waffe ist die Light Machine Gun, also ein LMG. Diese Waffe gibt es dann auch in 2 Varianten und zwar in Legendär und Episch. Sie hat eine extrem große Feuerrate und auch ein wirklich sehr, sehr großes Magazin, was den ein oder anderen wirklich sehr ärgern kann, wenn man sich gerade einbaut und dann schießen die Gegner mit dieser Light Machine Gun auf euch, dann kann das Ganze auch wirklich ins Auge gehen, weil wenn die Waffe wirklich so ein großes Magazin hat, wie hier beschrieben wird, dann kann das Ganze auch gefährlich werden. Die nächste Assault Weapon, das ist eine M249 Saw. Ich habe keine Ahnung, was es für eine Waffe ist, aber es ist auf jeden Fall eine Hydraulikwaffe. Was ich darunter verstehe, ist, dass man schießen kann und dann hat man einen Cooldown von zum Beispiel, keine Ahnung, 5 Sekunden und in der Zeit lädt sich die Waffe dann auch wieder auf. Sie hat auch ein sehr kleines Magazin, was das Ganze auf jeden Fall nochmal verschärfen kann. Auf jeden Fall gibt es diese Waffe auch in 2 Varianten, in Epic und in Rare, das heißt auf jeden Fall in Purple, also Lila und in Blau. Die letzte Waffe, die wir erhalten, ist das Präzisionsgewehr. Das Präzisionsgewehr ist eine Burst-Waffe, das heißt, wir schießen da zum Beispiel 3 Schüsse auf einmal und diese Burst-Waffe soll auch wirklich sehr, sehr schnell schießen, so wie es ja auch beschrieben wird. Das heißt, diese Waffe konsumiert wirklich sehr, sehr schnell die Magazine, deswegen gehen auch die Magazine bei dieser Waffe wirklich sehr, sehr schnell leer und wir brauchen da bestimmt sehr, sehr viel Munition. Diese Waffe gibt es dann auch in 3 Varianten, in Epic, Rare und Uncoming, das heißt in Lila, in Blau und in Grün. Das war es auf jeden Fall jetzt alles erstmal zu den Waffen. Kommen wir auf jeden Fall jetzt zu den Skins, weshalb ihr bestimmt auf das Video geklickt habt, weil die Skins sind wirklich mega, mega heftig. Das kann ich euch auf jeden Fall jetzt schon mal sagen. Den ersten Skin, den wir in Zukunft dazu bekommen werden, solltet ihr eigentlich kennen, weil dieser Skin ist auch schon im Shop erhältlich. Es ist einfach nur ein normaler Standard-Skin verkleidet als Dinosaurier und es sieht wirklich mega, mega lustig aus. Meiner Meinung nach ist es mit einer der lustigsten Skins in Fortnite Battle Royale und ich habe mir diesen Skin auch bereits gekauft. Dieser Skin ist legendär, das heißt, man muss für diesen Skin 20 Euro bezahlen, da man für diesen Skin 2000 V-Bucks bezahlen muss. Der nächste Skin, den wir halten werden, ist der Burnout. Das ist eine epische Variante, das heißt, man muss für diesen Skin 1200 V-Bucks bezahlen. Es ähnelt einem Motorradfahrer. Meiner Meinung nach ballert dieser Skin nicht so heftig. Wenn, dann müsste ich ihn erst im Shop sehen, weil ich sammle zwar gerne Skins, aber das ist jetzt ein Skin, den brauche ich nicht unbedingt. Er sieht schon auf den ersten Blick cool aus, aber ich muss sehen, wie er im Spiel aussieht.
Den nächsten Skin, den wir erhalten, ist der Rouge Agent und den werden wir anscheinend erhalten, wenn wir uns zum Beispiel V-Bucks kaufen, das heißt für 10 Euro oder für 20 Euro. Dahinter steht auf jeden Fall noch, dass wir einen Rucksack dazu bekommen. Dieser Rucksack, finde ich jetzt nicht so besonders. Allgemein die Rucksäcke finde ich nicht so heftig in Fortnite. Das finde ich ein bisschen unnötig, mit einem Rucksack in Fortnite rumzurennen, aber es ist ja jedem das Seine. Dieser Skin wird episch sein, das heißt, man muss für diesen Skin dann wieder 1200 V-Bucks bezahlen. Und was ich denke ist, dass wir dann, wenn wir uns für 20 Euro V-Bucks kaufen, dass wir dann diesen Skin dazu bekommen. Die nächsten beiden Skins, die demnächst im Shop verfügbar sind, ist der Radiant Striker und der Brilliant Striker. Meiner Meinung nach sind das wirklich hässliche Skins, also ich muss mir diese Skins nicht kaufen, ich brauche die nicht bei mir in der Skinsliste. Diese sind auch rare, das heißt, die kosten beide nur 800 V-Bucks und wenn der ein oder andere noch 800 V-Bucks übrig hat, dann kann er sich diese Skins kaufen. Meiner Meinung nach würde ich die V-Bucks nicht so verschwenden für solche Skins, da diese Skins nicht wirklich besonders krass aussehen. Kommen wir auf jeden Fall zu den Spitzhacken, die wir demnächst im Shop erhalten werden. Die erste Spitzhacke ist bereits im Shop erhältlich, das ist nämlich der Quietscher. Der sieht auf jeden Fall wirklich mega, mega lustig aus. Ich habe mir diesen Quietscher bereits noch nicht gekauft, da ich nicht genug V-Bucks habe. Vielleicht kaufe ich mir den, weil der sieht wirklich mega lustig aus. Und ich habe auch gehört, wenn man damit Bäume zerschlägt, soll der Ganze auch quietschen. Die nächste Axt, die wir dazu kommen, ist die Empire Axe. Es ist eine seltene Axt und die sieht wirklich mega, mega cool aus und die werde ich mir auch bestimmt demnächst holen. Die nächste Axt, die wir dazu bekommen werden, ist die Tactical Spade Pickaxe. Diese sieht jetzt nicht so special aus, also ich werde mir die auf jeden Fall nicht kaufen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch das Ganze einfach kaufen. Ich vermute mal, dass das Ganze 800 V-Bucks kosten wird. Dann erhalten wir auch noch drei Emotes. Zwei von den Emotes waren bereits im Shop. Das waren nämlich Flippin' Sexy und Reanimated. Reanimated ist ein wirklich sehr, sehr cooler Zombie-Tanz, der meiner Meinung nach auch zum Rex-Skin passt, da das Ganze an Godzilla ähnelt und ich das Ganze cool finde. Flippin' Sexy ist auch ein Emote. Ich weiß nicht, woher dieser Emote kommt. Ich denke mal, vermutlich aus einem Film oder aus einem Meme. Er sieht auf jeden Fall auch mega, mega lustig aus. Aber da es noch einen anderen Emote gibt, der heißt Make It Rain, das ist so eine Art Money Rain. Und den finde ich meiner Meinung nach viel besser als dieser Flippin' Sexy. Dieser Flippin' Sexy sieht wirklich mega, mega cool aus. Aber da der ganze Spaß 800 V-Bucks kostet, oder 500, ich weiß es gerade nicht, ich vermute 500, dann bin ich mir auf jeden Fall gezwungen, den Make It Rain Emote zu kaufen, weil der sieht meiner Meinung nach viel besser aus als der Flippin' Sexy. Weil ich halt noch 500 V-Bucks übrig habe, warte ich einfach, bis der Make It Rain Emote in den Shop kommt. Das war's auf jeden Fall zu den Skins. Reden wir jetzt über die ganzen Items, die demnächst in Fortnite Battle Royale verfügbar sind. Das erste Item, was dazukommen wird, ist der Airstrike Laser. Das ist einfach eine Waffe, die anscheinend zu einer bestimmten Location gesetzt werden kann und dann könnt ihr da einstellen, wo dieser ganze Airstrike hinfliegen soll. Airstrike ist sowas wie eine Luftbombardierung, das heißt, ihr stellt das Ganze einfach auf irgendeine Fläche und dann wählt ihr da aus, wo das Ganze hinschießen soll, das heißt, in welche Richtung. So kann ich mir das Ganze auf jeden Fall vorstellen und dann schießt dieser Airstrike 4 Bomben auf einmal. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze nicht wirklich was bringen wird. Vielleicht kann man damit ein paar coole Kills machen, aber ich finde das Ganze jetzt ein bisschen unnötig in Fortnite Battle Royale hinzuzufügen und das Ganze wird dann auch nur in Legendär verfügbar sein. Das nächste Item, was wir dazu bekommen werden, ist der Dirt Burger Helmet. Das ist ein Helm, den können wir uns aufsetzen und dieser Helm tut uns vor einem kritischen Schaden schützen. Das heißt, wenn ihr einmal kritischen Schaden auf den Kopf bekommen, dann wird dieser Helm kaputt sein und dann wird dieser Helm nicht mehr auf unserem Kopf sein und am besten ist es geeignet für Sniper oder Pumpgun-Schüsse. Auf jeden Fall kann ich mir das wirklich richtig lustig vorstellen, wenn dann die meisten Leute in Fortnite Battle Royale mit so einem Burgerhelm rumrennen. Das kann auf jeden Fall wirklich mega lustig sein. Und das Ganze ist auch nur in Rare, das heißt, dieser Helm wird möglich mega oft auf der Map zu finden sein. Das nächste Item, was wir höchstwahrscheinlich bekommen werden, ist der Backpack, auf Deutsch Rucksack. Und was macht den Rucksack? Genau, wir haben Platz. Und wir werden auch durch diesen Backpack mehr Platz im Inventar bekommen, doch wie viel wir dazu bekommen werden, ist auf jeden Fall noch unbekannt.
Dann bekommen wir auf jeden Fall noch eine Beehive Grenade. Ich habe auf jeden Fall keine Ahnung, was das sein wird. Hier steht auf jeden Fall Bienen. Das kann ich mir so ähnlich vorstellen wie so eine Art Bienennest, was ihr dann werfen könnt. Das heißt, ihr werft das Ganze dann auf irgendeine beliebige Stelle. Und wenn ihr dann das geworfen habt, dann kommen aus diesem Bienennest Bienen raus. Und dann werden die auch euren Gegner angreifen, den ihr beworfen habt. Dann erhalten wir noch eine Granate höchstwahrscheinlich, die heißt Big Poppy. Und hier steht beschrieben, dass ihr eure Gegner davon einfach wegschießen könnt, so eine Art Impulsgranate halt. Dann erhalten wir noch eine Bottle Rocket. Das ist so eine Art Rakete, die wir auf den Boden stellen können. Sowas ähnliches wie der Airstrike Laser. So kann ich mir das vorstellen, dass ihr das Ganze einfach hinstellt und dann könnt ihr auswählen, in welche Richtung das schießt. Und dann schießt das Ding über die ganze Map und schlägt dann auf irgendeine beliebige Stelle ein. Dann erhalten wir noch ein C4. Dazu gibt es leider noch keine genaueren Beschreibungen, aber ich kann mir das Ganze einfach so vorstellen wie in Call of Duty, dass ihr das Ganze einfach irgendwo platzieren könnt und dann könnt ihr das Ganze einfach mit der Doppelfähig-Taste oder mit R2 auslösen. Dann erhalten wir auf jeden Fall noch eine Concussion Mine. Das ist so eine Art Mine, die den Gegner blendet. Das heißt, wenn der Gegner dann durch diese Mine durchläuft, wird dieser Gegner geblendet und ihr könnt dann auf jeden Fall schnell zum Gegner hinrennen, da der Ganze dann geblendet ist und dann könnt ihr den Gegner ganz leicht umbringen. Das nächste Item, was höchstwahrscheinlich ins Spiel reinkommen wird, sind die Energiekristalle. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr damit ein bisschen mehr Leben habt, aber genauere Beschreibung gibt es dazu nicht. Dann erhalten wir auf jeden Fall noch eine Gasgranate. Da habe ich auf jeden Fall auch ein Video gesehen zu einem Konzept von einer Gasmaske. Das Ganze könnte auf jeden Fall wirklich mega gut zusammenpassen mit dieser Granate. Ich habe auf jeden Fall keine Ahnung, ob diese Granate wirklich mega gut sein wird. Auf jeden Fall könnt ihr dann diese Granate auf eure Gegner werfen und die Gegner werden auf jeden Fall viel, viel Schaden bekommen. Das nächste Item ist das goldene Ticket. Ihr habt euch auf jeden Fall bestimmt schon gefragt, was ist das goldene Ticket in Fortnite Battle Royale, da die 2 Epic Buddies sehr, sehr viele Leak-Videos machen, die ich mir auch gerne angucke, weil die 2 Epic Buddies wirklich sehr unterhaltsam sind. Das goldene Ticket ist einfach sowas, dass ihr ein zweites Mal mit dem Bus fliegen könnt. Das heißt, wenn ihr dann dieses goldene Ticket gefunden habt auf der Map, dann könnt ihr das Ganze einfach einlösen. Ich habe keine Ahnung, wie man das dann machen will, ob man da zu irgendeiner beliebigen Position hingehen soll oder nicht, oder ob ihr das Ganze einfach schon aus dem Inventar starten könnt. Ihr werdet dann auf jeden Fall zurück in den Bus gezogen und dann könnt ihr ein zweites Mal aus dem Bus rausspringen. Ich weiß nicht, ob sich das Ganze wirklich richtig lohnen würde. Es könnte in manchen Situationen wirklich mega lustig sein, wenn der Gegner euch anschießt und ihr das Ganze einfach einsetzt und dann seid ihr auf einmal im Bus und dann seid ihr einfach weg. Das kann ich mir auf jeden Fall lustig vorstellen und das Ganze wird es auch legendär geben, das heißt, das Ganze wird nicht zu oft passieren. Das nächste Item, was wir dazu bekommen werden, ist Scrabble. Ich habe keine Ahnung, was Scrabble ist. Ich weiß nur, dass das Ganze legendär ist und dass das Ganze was mit Heilung zu tun hat. Das heißt, wir bekommen dann auf jeden Fall Heilung zurück. Das nächste Item, was gelegt wurde, ist M80. M80 ist so eine Art, wie soll ich es sagen, ihr kennt ja bestimmt zu Silvester die ganzen Böller und so kann ich mir das Ganze auch hier vorstellen, wie ihr das auch im Bild seht, so eine Art Zündschnur, die zündet ihr dann einfach an und dann werft ihr das und dann könnt ihr auf jeden Fall viel, viel Schaden anrichten. Dann gibt es auf jeden Fall Pop-Up Grenade and Pop-Up Grenade 2x2. Und das sind einfach nur Granaten, die tut ihr werfen und aus diesen Granaten ploppen dann weitere Granaten raus und dadurch erhaltet ihr viel mehr Granaten und somit könnt ihr auch viel mehr Schaden anrichten. Das nächste Item, was wir erhalten, ist Mimic. Ich kann mir davon einfach nur ableiten, dass das Ganze eine Attrappe ist und es tut auch eine Beutelrakete in den Himmel schießen. Mal sehen, wie das Ganze wird. Das Ganze wird auch nur in Episch zu finden sein und zu der Mimic erhalten wir auch noch eine Mimic Bomb und hier steht da, dass es eine Attrappenkiste, also eine Attrappentruhe platziert und dann, wenn der Gegner versucht, diese Kiste zu öffnen, dann wird er auf jeden Fall eine gewaltige Explosion kassieren und dadurch kann euer Gegner auch sterben. Hier ist mit das heftigste Item, was ich mir vorstellen kann, es ist die Morb. Das tut eine wirklich riesige Rakete schießen und es kann auf jeden Fall wirklich mega abgehen, weil ihr kennt ja bestimmt die Morb aus Call of Duty. Das geht auf jeden Fall wirklich richtig ab und ich kann mir das Ganze auch richtig gut vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze so oft passieren wird, da dieses Item in legendär ist und ich kann mir vorstellen, dass die Droprate nicht besonders hoch ist. Wir erhalten ebenfalls eine Slow Grenade. Diese Granate tut
alles verlangsamen, was sich in ihrem Umkreis befindet. Das heißt, wenn ihr auf euren Gegner diese Granate werft, dann werden alle Spieler in ihrer Nähe langsam rumlaufen können. Und das kann sehr oft passieren, da das Ganze in Rare verfügbar ist. Und ich hoffe, diese Granate gibt es nur in einem bestimmten Spielmodus und nicht in allen Spielmodi, da das Ganze wirklich sehr abfuckend sein kann. Wir erhalten ebenfalls ein Supply-Drop-Signal. Mit diesem Supply-Drop-Signal können wir uns sofort auf unsere beliebige Stelle ein Supply-Drop anfordern. Das kann uns auf jeden Fall wirklich behilflich sein, falls wir schlechte Waffen haben, können wir dieses Supply-Drop-Signal einfach irgendwo hinwerfen, wo keine Gegner sind, und dann erhalten wir ein Supply-Drop und dann können wir dieses öffnen und dann erhalten wir auf jeden Fall sehr, sehr gute Waffen, wenn wir Glück haben, und wenn wir Pech haben, erhalten wir einfach Kacke. Das nächste Item ist die Telenate. Hier steht einfach nur da, dass es eine Teleportergranate ist und die teleportiert euch zu irgendeinem beliebigen Ort. Ich kann mir jetzt das Ganze nicht besonders gut vorstellen, weil vielleicht werdet ihr dann auf eine sehr, sehr unwahrscheinlich gute Position teleportiert. Vielleicht teleportiert ihr euch gleich auch genau vor das Gesicht des Gegners, weil das Spiel muss das Ganze ja auch berechnen und ich habe keine Ahnung, ob das wirklich sehr hilfreich sein wird. Dann erhalten wir auf jeden Fall noch einen Tesla-Totem. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze sein wird. Auf jeden Fall macht das Ganze Schaden an Gegnern. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht könnt ihr das platzieren. Das ist eine Art Falle. Das wird auch in Rare verfügbar sein und das wird sehr oft auf der Map sein. Das nächste Item, was wir dazu bekommen werden, ist die Vacuum Grenade. Diese Granate tut alle Spieler zurückpushen, so wie die Impulsgranate. Das ist auch so eine Art Impulsgranate. Und diese Granate tut alle Spieler, die mit dieser Granate in Berührung kommen, einfach nach der Explosion zurückpushen. Und das ist einfach genau das gleiche wie die Impulsgranate. Das war's auf jeden Fall jetzt erstmal mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video aufklären und ich konnte euch ein bisschen was sagen, was in Fortnite Battle Royale in Zukunft auf uns zukommen wird. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann würde es mich auf jeden Fall wirklich richtig freuen, dass du dem Video ein Like da lassen könntest. Und falls du noch kein Abonnent von meinem Kanal bist, dann würde es mich auf jeden Fall wirklich richtig freuen, dass du meinen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um nichts mehr zu verpassen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao. Wir packen